Vergrößern, verkleinern. Junya Koga droht, die Olympischen Spiele 2020 in seiner Heimat Japan zu verpassen. Urheberrecht, Getty Image, steilbietende Mail-Kommentare. Beim Rückenschwimmer Junya Koga werden bei einem Dopingtest verbotene muskelbildende Substanzen nachgewiesen. Der japanische Schwimmverband wirft ihm aus dem Kader. Ex-Weltmeister Junya Koga ist vom japanischen Schwimmverband JSF nach einem positiven Dopingtest aus dem Kader für die Asienspiele im Sommer in Jakarta geworfen worden. Beim Rückenschwimmer, der bei der WM vor einem Jahr in Budapest Silber über 50 Meter geholt hatte, wurden bei einer Trainingskontrolle im März verbotene muskelbildende Substanzen nachgewiesen. "Ich schäme mich, fühle mich miserabel und bin frustriert", sagte der 30-Jährige bei einer Pressekonferenz in Tokio. Der Weltmeister von 2009 behauptete, die Substanzen seien ein ihm unbekannter Bestandteil eines Diätprodukts gewesen, das er zu sich genommen habe. Koga droht, die Olympischen Spiele 2020 in seiner Heimat zu verpassen. Thailand wie Terne Mail-Kommentare.